Es gibt nur eine. Ich bin aus Holz. Ich schwimme. Rette dich! Pinocchio! Nach einer stürmischen Nacht im verzauberten Königreich befürchtete Geppetto das Schlimmste. Doch es gab Hoffnung. Rette ihn. Ich bin ein richtiger Junge. Sie führten ein glückliches Leben bis zu dem Tag, an dem sie vom mächtigen Fluch der Königin erfuhren. Der Baum hat genug Zauberkraft in sich, um zwei zu schützen. Geppetto traf eine geheime Vereinbarung mit der blauen Fee. Ich werde diesen Schrank für euch bauen, unter einer Bedingung, dass Pinocchio den zweiten Platz darin bekommt. Doch sie ging mit einer großen Verantwortung einher. In 28 Jahren musst du dafür sorgen, dass die Retterin ihre Aufgabe kennt. Und so trat Pinocchio die erste Reise an. Und kümmerte sich um Baby Emma. Als ich sie fand, waren sie in eine Decke gewickelt. Der Name Emma war an einer Seite auf ein Tuch gestickt worden. Und ich soll ihnen glauben, dass sie wirklich eine Figur aus einem Märchenbuch sind. Pinocchio. Und was für ein Beweis soll das sein? Sie sehen es nicht, oder? Was denn? Ihre Zweifel sind viel stärker, als ich dachte. Sie machen sie blind. Sie sehen nicht einmal die Wahrheit. Okay, einer von uns verliert hier den Verstand und ich bin's nicht. Sie wollen mir nicht glauben. Wieso ist es so wichtig, dass ich es tue? Weil ich und die Stadt sie brauchen. Alle dort. Und wenn ich gar nicht gebraucht werden will? Sie sind unsere einzige Hoffnung. Dann sind sie alle verloren. Was machst du denn hier? Regina spürte, dass sich Henry weiter von ihr entfernte. Du solltest in eine andere Klasse kommen, mit einer anderen Lehrerin. Weil du ihr was anhängen wolltest? Henry! Und sie wurde Emmas Gegenwart überdrüssig. Mein Baum geht ein. Ich denke, es ist ein Zeichen, dass der Fluch schwächer wird. Ich will einen neuen Handel schließen. Und zwar einen, bei dem ich Emma loswerde, ohne den Fluch zu zerstören. Gold war an keinem neuen Handel interessiert. Sie haben aber nichts mehr, was ich will, meine Liebe. Verreisen Sie doch ebenfalls. Denn sobald die Leute aufwachen und wieder wissen, wer Sie sind, werden Sie Blut sehen wollen. Also bat sie einen alten Bekannten um Hilfe. Jefferson. Jetzt verstecke ich mich und du suchst. Ich fürchte, wir haben keine Zeit mehr. Wem gehört die Kutsche? Der Königin. Jefferson lebte im verzauberten Königreich. Er liebte seine Tochter Grace und hätte alles für sie getan. Erweise mir diese eine letzte Gefälligkeit und biete ihr dann das Leben, das sie verdient. Er besaß einen besonderen Hut, durch den er von einem Reich in ein anderes gelangen konnte. Bleib zurück! Eines Tages traten Jefferson und die Königin eine Reise an. Es ist wichtig, dass wir zusammenbleiben. So viele wie durchschreiten müssen auch wieder zurück. Nicht mehr, nicht weniger. Wer seid ihr? Ich hasse Wonderland. Jefferson wollte nur zurück zu seiner Tochter, aber der Königin lagen eigene Familienangelegenheiten am Herzen. Oh, Vater. Du wusstest, dass nur zwei durch den Hut gehen können. Jefferson wurde in Wonderland seinem Schicksal überlassen und arbeitete Tag für Tag wie ein Verrückter daran, einen Weg zurückzufinden. Funktioniere! In Storybrook bat Regina Jefferson erneut um Hilfe. Mein Hut. Um etwas sehr Wichtiges aus ihrer Vergangenheit zu holen. Ja.